Der Weißraum liegt hinter der Tür. Und wir haben den Ausweis von Polizeichef Gant. Gehen wir einfach rein. Die Tür geht nicht auf. Aha, der Kartenleser ist ausgeschaltet, siehst du? Was denkt sich dieser Wachmann bloß? Tag, Partner. Ja, ja, was macht ein Tag mein... Was macht ein Tag meiner Bambina so grau? Wachmeister Marshall. Irgendwie wusste ich es. Es war ja auch irgendwie sehr offensichtlich, oder? Was soll dieser ich wusste es Blick? Wie Sie sicherlich bereits vermutet haben, ist dies ja mein Saloon. Wir würden gerne einen Tatort besichtigen. Ja, dieses Ding, das Sie da an der Brust tragen. Die ist besser als eine Sheriff-Marke. Ja? Steht hier herum. Macht schon keinen kleinen Kälber. Der Tatort wartet. Piep. Sieht aus, als wäre der Kartenleser wieder an. Wenn wir schon mal da sind, können wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Sorry, Cobra, aber ich kann mich jetzt echt nicht mit euch Hombres abgeben. Sie haben zu tun, oder? Habe ich das gesagt? Ich habe nur gesagt, dass ich nicht mit Ihnen reden möchte. Du hast gesagt, dass du dich jetzt nicht mit uns Hombres abgeben möchtest. Er will also nicht reden? Ich habe mich gefragt, ob wir uns kurz unterhalten könnten. Sorry, Bambina. Ich muss wieder aufs Land, wie ein Steppenläufer in der wilden Prärie. Wie ein Revolverheld, der seinen Revolver lädt, bete ich ein kurzes Gebet. Was meinte er damit, Herr Wright? Ich glaube, er war einfach zu hungrig, um zu reden. Das sagen Sie nur, weil sein Magen so laut geknurrt hat. Sie wissen auch nicht, wovon er geredet hat. Nun, wir sollten uns jetzt lieber auf die Ermittlungen konzentrieren. Pronto. Er hat also Hunger. Der kleine Mann hat Hunger. Guck mal, was ich hier habe. Ein köstliches Steak. Dieser Geruch. Ah, das erinnert mich an Texas. Dann Wachmeister Marshall. Sind Sie also aus Texas? Nein, ich habe neulich nur eine Sendung darüber gesehen. Ist das von meiner Süßen? Ja, Frau Star. Was ist das? Was ist denn? Eine Steak-Lunchbox. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe nur Bahnhof. Was hat das zu bedeuten? Steak-Lunchbox Wachtmeister Marshall gegeben. Na schön, Bambina, du hast gewonnen. Frag... schon. Sieht ganz so aus, als... Er wird reden. Liebe geht eben durch den Magen. Wachmeister Marshall, Sie sind für die Überwachung des Beweisraums zuständig, oder? Scharfe Augen, Partner. Es ist ein leichter Job und ich bin dankbar dafür. Wachmeister Meekins von der Strafanstalt hat uns das erzählt. Ach, das arme kleine verlorene Kalb. Armer Kerl, irgendwie nenne ich ihn immer mickrig. Er hat uns etwas erzählt. Er sagte, als der Mord passierte, waren Sie nicht auf Ihrem Posten. Nun, vielleicht sollte ich Ihnen das lieber nicht erzählen. Aber seit ich vor 2 Jahren als Inspektor zurückgestuft wurde, auch wenn es nicht so aussieht, ich habe meine Leidenschaft dadurch verloren. Also, was haben Sie gegen 17.15 Uhr gemacht, als der Mord passierte? Nun, ich schätze, da bin ich auf meinem Ross Zippy den Highway runtergaloppiert. Merke, er ritt auf seinem Pferd Zippy den Highway herunter. Hier wird überhaupt niemand mehr gebraucht. Diese neumodischen Geräte machen einen prima Job und behalten alles im Auge. Sie meinen das Kamerasicherheitssystem? Ich mag Technik nicht besonders. Ich mag lieber diesen Brokkoli-Eintopf, den es immer zum Steak gibt, wissen Sie? Also war er nicht da, weil er wahrscheinlich in einem Auto oder auf einem Motorrad rumgebrettert ist. Frau Star hat uns was erzählt. Sie sagte, dass Sie bis vor 2 Jahren noch Inspektor gewesen sind. Ich habe immer davon geträumt, ein echter Cowboy zum Tatort zu kommen. Es ist jetzt alles vorbei. Wie ein Wasserloch mitten in der Prärie. Sie untersuchen mit Frau Star noch immer den Fall SL9, nicht wahr? Das war mein Fall. In den Akten steht, er ist gelöst, aber es riecht stark nach falschem Spiel. Ich kann die Sache nicht ruhen lassen.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Worum ging es in dem Fall überhaupt? Wir hören ständig davon, aber niemand kann uns sagen, was damals eigentlich passierte. Es gibt Dinge, die man besser nicht weiß, Bambina. Der Fall ist jedenfalls seit 2 Tagen offiziell abgeschlossen. Vor 2 Tagen. Das war der Tag unseres Falls. Stimmt. Der Beweismitteltransfer. Edgeworth erwähnte den Transfer ebenfalls. Erstmal zum Sicherheitssystem. Würde mich interessieren. Ich kenne bestenfalls 2 dieser Geräte. Nur 2? Aber das sind doch bestimmt 1 Dutzend. Wie schon sagte Bambina, ich und Technik nun. Ich mag Technik genauso gern wie Blumenkohl zum Steak. Am einfachsten zu begreifen sind die Überwachungskameras. Davon hat Wachmeister Meekins gesprochen. Wenn nichts passiert, werden die Bänder nach ein paar Stunden automatisch gelöscht. Sind Wachmeister Meekins und Inspektor Goodman auf einem der Bänder zu sehen? Ich schätze schon. Du bist ja der Wachmann. Du schätzt? Noch etwas. Wenn sie in den Beweisraum gehen, brauchen sie einen Ausweis. Darum der Kartenleser an der Tür. Der Kartenleser speichert auf jedem Ausweis einen Eintrag. Das ist also das Ausweisverzeichnis. Hey, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Sorry, Bambina, mehr kann ich dir nicht zeigen. Hä? Ich weiß noch nicht, ob es mit dem Fall zu tun hat. Right. In dem Eintrag steht eine Zahl. Ich habe diese Zahl schon mal gesehen. Vielleicht kann ich beweisen, dass dieser Eintrag mit dem Mord zusammenhängt. Erstmal was zum Transfer. Verzeihung, könnten Sie erklären, was es mit diesem Transfer auf sich hat? Wir bewahren ja nur Beweismittel bereits gelöster Fälle auf. Wir bleiben jetzt 2 Jahre unter Aussicht des jeweiligen Inspektors. So ist es möglich, schnell auf Sie zurückzugreifen, sollte es einen Fehler gegeben haben. Was passiert mit den Beweismitteln, wenn die 2 Jahre vorbei sind? Sie verschwinden für immer im unterirdischen Tresorraum der Polizei. Das nennen wir Transfer. Jeden Februar ist es soweit. Ich verstehe. Der Transfer ist eine Art Begräbnis für alte Fälle. 2 Jahre nachdem ein Fall gelöst wurde, wird er für immer geschlossen, begraben. Er wird nie wieder aufgerollt. Nie wieder untersucht. Und so war es vor 2 Tagen bei Fall ZSL9. So. Wir haben eine merkwürdige Zahl gesehen. Sehen Sie das hier? Das ist der Ausweis des Opfers. Ah, der wurde doch in der Parkgarage gefunden, oder? Die Nummer darauf ist 5842189. Wachmeister Marshall, zeigen Sie uns bitte die Nummer im Ausweisverzeichnis. Aha. Sehen Sie die vierte Ziffer? Das passt perfekt. Sie wurde um 17.14 Uhr benutzt, unmittelbar vor dem Mord. Was wollen Sie? Es gibt auf der ganzen Welt nur eine einzige solche Karte. Entschuldigung. Also als der Mord passierte, war Inspektor Goodman im Beweisraum. Moment mal. Was hat Wachtmeister Meekins gesagt? Ich kam in den Beweisraum und fragte den Mann nach seinem Ausweis. Sie fragte Inspektor Goodman also nach seinem Ausweis? Und wie reagierte er? Das ist es ja auf einmal. Wenn er seinen Ausweis gehabt hätte, warum hätte er Wachmeister Meekins damit einem Messer bedrohen sollen? Na schön, Compadre, Sie haben gewonnen. Dann kann ich Ihnen wohl das Ausweisverzeichnis geben. Ausweisverzeichnis ist zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollte ich diese Liste anderen Leuten hier zeigen, die Ausweise haben. Ihm zum Beispiel? Die Sheriffs im Wilden Westen geben nicht viel auf Beweise. Aber einzig und allein ihrer schnellen Hand. Das hier ist aber weder Wild noch Westen. Aha. Aber das eine und das andere sind 2 völlig verschiedene Dinge. Ich glaube auch. Ich weiß nicht weiter. Sieht aus, als bräuchten wir ein paar Beweise, um hier weiterzukommen. Na gut, aber wir dürfen jetzt endlich in den Beweisraum. Endlich, ja. 23. Februar, Beweisraum, Sektor 3. Es ist still. Die Untersuchungen werden dort drüben durchgeführt. Es ist also der Beweisraum?
erinnert mich an eine Art Friedhof. Aber auf Friedhöfen gibt es Gras und Bäume. Mich erinnert das mehr an eine Gruft. Netter Versuch, Herr Wright. Ich habe aber keine Angst. Komm schon! Ick! Tut mir leid, ich dachte, sie wären ein Geist. Ich würde nicht empfehlen, rumzulaufen, Geistern eins auf die Birne zu geben, Kleiner. Stimmt das, was ich gehört habe? Right, und bitte, sehe ich aus wie ein Egoist? Verdammt, wenn mich jemand fragt, können Sie mir $50 leihen, würde ich's machen. Nur zu, Sie können sich hier gerne austoben, bis Sie umfallen. Ja, stimmt. Also Polizeichef Gant, leiht jedem 50 Kröten, sogar mir? Oh, das haben Sie also gemeint. Ich leite heute die Ermittlungen. Nur heute? Was für einen Tag. Aber hören Sie zu, Sie haben eine Erlaubnis vom Chef, also sind Sie heute der Boss. Donnerwetter. Danke. Zunächst einmal können Sie das hier bestimmt gut gebrauchen. Plan des Beweisraums. Ja, der könnte ganz praktisch sein. Ja, meine Maus war ein bisschen schnell. Ja, reden wir so mit Gumshoe. Also, Inspektor Gumshoe, Sie sind heute der Boss? Völlig richtig. Es ist eine Ehre. Der Mord passierte jedenfalls genau hier im Polizeirevier. Aber wenn Sie der Boss sind, warum sind Sie denn allein hier? Wo sind all Ihre Helfer? Wir bereiten alles, was wir gestern gefunden haben, für die Verhandlung vor. Mit anderen Worten, Inspektor Gumshoe nimmt wieder nicht an den Ermittlungen teil. Ich gebe nicht auf. Ich übernehme das Ruder und werde den Fall zur Ruhe betten. In meinem Beweisschrank, Junge. Sie haben ja auch einen Schrank, Inspektor Gumshoe? Ja, natürlich. Schließlich bin ich Inspektor. Ich habe einen Schrank, den nur ich öffnen kann, Junge. Den nur Sie öffnen können? Erstmal was zu Edgeworth. Ich werde stets an Herr Edgeworth glauben, egal was passiert. Also, Herr Edgeworth ist bei der Anhörung, oder? Man will herausfinden, wer für den Schlamassel vor Gericht verantwortlich ist. Ich verstehe. Ich schätze, das ist das, was man Schicksal nennt. Herr Edgeworth kann den Fall einfach nicht ruhen lassen. Den Fall? Ja, den Fall. Den Fall SL9 natürlich. Das war der Anfang vom Ende für Herr Edgeworth. Vielleicht verrät er uns mehr über den Fall. Beweis safe. Hinter diesem Ort steckt mehr Hightech, als Sie vermuten. Jedes Fach ist einem Inspektor zugewiesen und nur dieser kann es öffnen. Mit seinem Ausweis? Nun, das ist der springende Punkt, Junge. Ausweise können verloren gehen. Ich habe inzwischen die dritte Karte, seit ich hier angefangen habe. Das hört sich viel an. Ja, aber ich kann meine rechte Hand nicht verlieren. Rechte Hand? Oh, Sie meinen Ihren Fingerabdruck. Genau, Kleine. Das Schloss jedes Schranks ist per Fingerabdruck gesichert. Und der eigene Schrank ist der einzige, den wir öffnen können. Witzig, die Schränke sehen eigentlich ganz gewöhnlich aus. Das sind die neuesten Modelle. Die Technik steckt in den Griffen, verstehen Sie? In den Griffen? Auf der Rückseite der Griffe ist ein Sensor. Wenn die falsche Person ihn berührt... Zap! Bekommt sie einen Schlag. Wenn das der Fall wäre, würde meine Hand jeden Tag schwarz sein und rauchen. Die Schlösser sind nicht so offensichtlich. Es gibt sogar Polizisten, die nichts von den Fingerabdrücken wissen. Beweisschrank zur Gerichtsakte hinzugefügt. Sehr interessant. Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Was ist das denn? Wow, sehen Sie sich den Haufen Müll hier in der Ecke an? Das sieht aus wie eine Autotür. Das sind Handschellen am Türrahmen. Vielleicht war der Kerl, den Sie geschnappt haben, so eine Art Entfesselungskünstler. Hey, einer dieser Figuren für Zielübungen. Sie wurde direkt in die Höhe der Stirn getroffen. Besser sie als wir. Hat sie recht. Da hängt was raus. Da hängt etwas heraus. Sieht wie ein Hemd aus. Ist wohl ein Beweismittel aus einem der Fälle. Ich frage mich, ob Inspektor Gumshoe das da reingesteckt hat. Hältst du mich für ein Trottel, Junge? Ich habe mit dem Zeug hier nichts zu tun. Das heißt, ich wette, der Beweisschrank wurde vor kurzem geöffnet. Woher wollen Sie das wissen? Wenn man Sachen so raushängen lässt, werden Beweisstücke dreckig oder unbrauchbar. Der Wachmann kontrolliert sowas und benachrichtigt den zuständigen Inspektor. Wie oft hing er mich schon im Nacken wegen irgend so eines doofen Beweisstücks?
Hört sich an, als würde Inspektor Gumm schon eine Menge Beweise rauslängen lassen. Ich wette, er steckt sein Hemd und zahlt den Trenchcoat auch nicht rein. Wenn du schon über jemanden lässt, dann tun sie es nicht, wenn er vor ihnen steht, Junge. Da hat er allerdings recht, das ist nicht so die feine Art. Junge, der Gumshoe geht mir immer so auf die Stimmbänder. Aber macht trotzdem Spaß zu sprechen. Was ist das hier? Ein paar sperrige Sachen dienen hier als Staubfänger. Was für eine armselige Angel. Ah, das ist meine private Angel. Irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, sie zu benutzen. Moment mal, das habe ich doch schon mal gesehen. Stimmt, Junge, das ist der Metalldetektor. Der hat zur Aufklärung des Falls rund um den Gurtsee beigetragen, wissen Sie noch? Oh, stimmt. Wow, es kommt mir vor, als sei das eine Ewigkeit her. Und, das habe ich vorher noch nie gesehen. Oh, das ist ein Radiosucher. Bin sicher, irgendwann wird er bei der Aufklärung eines Falls von Nutzen sein. Diese billig aussehende Box? Wir können niemanden nur über sein Äußeres beurteilen. Es geht um die inneren Werte. Ich muss noch einen kurzen Schluck trinken. Meine Güte. Sonst so bei euch? Alles gut? Das freut mich. Wir gucken weiter. Da ist was Blutiges. Was ist das? Blut? Es ist schon ein bisschen älter. Aber das ist definitiv ein Handabdruck. Sieht aus, als hätte jemand versucht, ihn wegzuwischen. Herr Wright! Was, wenn noch andere Blutspuren im Raum sind? Wir sollten es mit der Testflüssigkeit ausprobieren. Aber erstmal gucken wir noch weiter. Was machen eine Säge und Farbe hier? Seit Anbeginn der Zeit steht wahre Kunst im Kampf mit der Unterdrückung. Wahre Kunst? Mir ist die blaue und gelbe Farbe dort aufgefallen. Vielleicht ist dies der Entstehungsort des Blue Badger. Nun, man könnte dies als mein Atelier bezeichnen. Hier? Im Beweisraum? What the fuck, Gumshoe? Im Beweisraum? Guck mal, der hier ist offen. Und da ist immer noch eine Beschriftung. Der Schrank ist mit Inspektor Goodmans Fingerabdrücken gesichert. Inspektor Goodmans Schrank. Sind Sie sicher, dass der Schrank so offen stehen darf? Nun, es wäre sicher schwer, es wieder aufzubekommen, wenn wir es schließen würden. Es ist leer. Der Inhalt muss woanders hingebracht worden sein. Und das ist der Tatort? Wow, jemand muss irgendwas Großes zertrümmert haben. So viele Teile liegen da. Inspektor Gumshoe vielleicht? Junge, hältst du mich für einen Hooligan? Der gehört zu dem Fall. Der Fall? Der Fall SL9, Kleine. Siehst du die Beschriftung auf den Stücken? Ein weiteres Beweisstück von SL9. Näher untersuchen. Ich frage mich, wie diese Stücke aussahen, bevor sie kaputt gingen. Möchten Sie versuchen, sie wieder zusammenzusetzen? Ha, viel Glück, Junge. Das ist nichts für Amateure. Ich habe schon 3 Stunden damit verbracht, bevor ich es schließlich aufgab. Darum habe ich immer eine Tube Klebstoff dabei. Nun, dieses Stück sieht wieder Boden aus. Versuchen wir, den Rest hinzubekommen. Ein Puzzle-Minispiel! Ja! Das scheint nicht ganz zu passen. Das auch nicht. Das auch nicht. Nö. Das könnte vielleicht. Ja, hat funktioniert. Super. Das vielleicht? No. Okay. Gucken wir weiter. Sieht gut aus, aber reicht nicht ganz. Gucken wir mal die alten Scherben an. Könnte das nicht passen? Ne? Ich bin kein guter Puzzler.
Ja, das passt. Okay. Das sieht eigentlich auch ziemlich gut aus. Da brauche ich eine lange Seite. Das vielleicht? Perfekt. Das müsste ziemlich flach sein. Das hier vielleicht? Yep. Und das passt perfekt dazu? Nein? Oh, habe ich mich geirrt. Ich dachte nur wegen dieser prominenten Ecke, die da raushängt. Dann aber vielleicht die hier. Perfekt. Das passt hier nicht. Aber das hier vielleicht. So. Jupp. Ist das die letzte? Ja, dann. Fehlt da aber noch was. Oh. Nun, ich glaube, wir haben's. Aber es fehlen ein paar Stücke. Das hat nur 2 Minuten gedauert. Das Problem ist, es fertig zu bekommen. Oh, ups, ich habe mein Mikrofon ein bisschen angehauen. Sorry. Das Problem ist, es fertig zu bekommen. Wurden einige Stücke gestohlen? Ich wette, die fehlen schon von Anfang an. Trotzdem. Das ist sicherlich nicht die stabilste Vase. Ich kann verstehen, warum sie kaputt ist. Wackelige Vase zur Gerichtsakte hinzugefügt. Kann ich mir die mal genauer ansehen? Die sieht ein bisschen blutig aus. Aus Stücken zusammengeklebt, Vase von Tatort. Ein Teil fehlt. Hey, sehen Sie, man kann ihn kaum erkennen, aber da ist ein Fleck. Sieht nach Blut aus. Könnte Inspektor Goodmans Blut dorthin gelangt sein, als er erstochen wurde? Ja, unwahrscheinlich. Das Blut sieht aus, als sei es schon seit Monaten dort, wenn nicht sogar schon länger. Diese Vase war ein Beweisstück aus dem Fall SL9. Vielleicht kam das Blut damals darauf. Sehr interessant. Oh, gibt's noch was dazu? Das Ding hat keinen Boden. Das ist seltsam. Ich frage mich, welche Seite oben ist. Und außerdem, wozu soll eine Vase ohne Boden gut sein? Zumindest sammelt sich darin kein Staub, nicht wahr? Ich glaube, da wird sich trotzdem irgendein Staub drin sammeln. Beweisschrank. Schränke öffnen sich durch Fingerabdruck eines Inspektors. Lichter bedeuten offene Schränke. Gucken wir uns mal den Plan an. Okay. Also hier war dann der Tatort. Hier kommen wir so rein. Blablabla. Okay. Wir sprühen mal ein bisschen. Erstmal hier. Okay, hier haben wir unseren Handabdruck. Oha, da ist noch mehr Blut. Sonst noch irgendwo. Aha. Da muss eine Menge Blut gewesen sein. So viel habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich bin kein Profi. Was denken Sie, Inspektor? Helles blaues Blut. Vielleicht war Inspektor Goodman ein Alien. Das würde beweisen, dass vor dem Schrank tatsächlich etwas passierte. Ich vermerke das auf dem Plan. Hey, wenn Ihnen meine Meinung egal ist, warum haben Sie mich dann gefragt? Ich mag dich, Gamshu. Wirklich. Aber manchmal. Ich wusste es. Da ist ein rechter Handabdruck. Was? Was ist, Inspektor? Dieser Schrank gehört mir. Ihnen? Bitte. Sie müssen mir helfen. Wenn Sie kommen und ihn mir wegnehmen möchten, versprechen Sie auszusagen, dass ich keiner Fliege etwas zuleide tue. Das machen Sie doch für mich, nicht wahr, Junge? Das ist ein wichtiger Hinweis. Der muss auf dem Plan eingezeichnet werden. Ich zähle auf Sie, glauben Sie mir. Sie können der Polizei nicht trauen. Was? Aber Sie sind doch Inspektor. Sonst noch irgendwo irgendwas? Hier erstmal nicht. Oh, interessant. Die zweite Hälfte des Handabdrucks?
Warum gibt es hier eine Reaktion? Es gibt keinen Grund, warum der Mörder dort den Schrank berührt haben soll. Das könnte von Bedeutung sein. Hey, das ist ja hochgradig interessant, Kleiner. Was ist das da? Das ist Luminol-Testflüssigkeit. Wo hast du die her? Hä? Davon hätte ich auch gern etwas. Ich leihe mir eben 50 Kröten vom Chef. Wo hast du das her, Emma? Ich bestelle es immer bei einem Versand. Ich sollte das besser auf den Plan einzeichnen. Es ist, als ob die eine Hälfte des Handabdrucks hier und die andere Hälfte hier wäre. Gibt es sonst noch irgendwas? Hier so, vielleicht? Ne? Und hier? Wie sieht's hier aus? Nee. Scheint nichts mehr zu sein. Aber wir haben einiges gefunden. Hängt etwas raus. Das sieht aus wie ein Hemd. Kann ich jetzt den Plan noch mal untersuchen? Ganz schön verwoben dieser Fall. Tatort eines Messerangriffs auf einen Inspektor im Revier. Drücken Sie prüfen für Details. Kann ich das unserem guten Inspektor Gamschuh präsentieren? Dann haben Sie mir als Inspektor eins zu sagen. Wenn ich ein Beweisstück sehe, von dem ich nichts weiß, dann sage ich nichts. Nichts! Das ist gut. Na klar, ist das gut, Junge. Ist im Beweisschrank irgendwas? Wenn der Fingerabdruck nicht passt, kann man den Schrank nicht öffnen. Wenn Sie ihn öffnen können, bekommen Sie 50 Cent. Merke, die Polizei vertraut ihrem Sicherheitssystem nicht. Hätte viel höher wetten können, wenn er dem wirklich vertrauen würde, hat nur 50 Cent gewettet. Jedenfalls wurde Inspektor Woodman erstochen, nachdem er sein Fach geöffnet hatte. Aber gleichzeitig wurde er tot beim Büro der Staatsanwaltschaft gefunden. Ich glaube ja, es war ein Netaportal. Das kann ich ihm nicht zeigen. Den Plan kann ich ihm nicht zeigen, aber ich kann ihm bestimmt diese Liste hier zeigen. Können Sie sich das mal ansehen? Das ist der Ausweis der Person, die am Mordtag hierher kam. Ja, ich habe die Gerüchte gehört. Demnach kam Goodman zur Tatzeit hierher. Boah! Was ist? Die zweite Nummer. Das ist nicht Ihre Dienstnummer, Inspektor Gamschuh, oder? Edgeworth. Was? Die zweite Nummer auf dieser Liste gehört zu Herr Edgeworth. Dass er das weiß. Was? Ausweisverzeichnis in Gerichtsakte aktualisiert. Warum hätte Edgeworth zum Beweisraum kommen sollen? Für den Transfer, oder nicht? Weiß aller Besucher. Das ist Edgeworth. Okay, dann wissen wir das jetzt schon mal. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Krass. Krass, krass, krass. Können wir ihm das jetzt zeigen? Nö. Den Blue Badger? Mein allergrößter Erfolg, mein Meisterstück sozusagen. Aber Kunst wird immer missverstanden, Junge. Kunst? Er tanzte voller Stolz am Tag der Preisverleihung. Aber nach der Verleihung kamen und gingen viele Leute. Und die nahmen den Blue Badger einfach mit. Wirklich? Warum? Oh, sie sagten so etwas wie beschämend oder so. Beschämend! Ich habe Tag und Nacht geackert. Ich verstehe, Gamschuh. Aber ich kann auch verstehen, warum sie ihn weggenommen haben. Können wir noch mit ihm über irgendwas reden? Anscheinend nicht. Aber das ist doch wirklich interessant. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, mit unserem guten Herrn Edgeworth zu sprechen. Vielleicht ist er an seinem Büro. Vielleicht haben wir mal Glück. Ihr müsst mir das gar nicht zeigen. Sie hat ja gar keinen Ausweis mehr. Nein, er ist nicht da. Toll, toll. Er ist einfach nicht da. Messe? Aber ich könnte mal kurz in der Strafanstalt vorbeischauen und Meekins diese Listennummer zeigen, um ihn nach seiner Ausweisnummer zu fragen. Oder auch nicht, weil er ein Idiot ist. Okay.